Die Patrizier verneigten sich wie vor Jupiter-Standbildern und das Volk erregte mit Schreien und Mützenwerfen Donnerschauer. Totale Unerbittlichkeit dieses Feldzuges. Es sind Menschen, die nach der Verantwortung der Politik fragen. Politische Organisation. Bereit, über Frieden zu verhandeln? So etwas habe ich noch nie gesehen. All of this was brought upon us in a single day. We affirmed our ties to each other. Und Kniefälle, nicht Waffen, müssen helfen. And our love of community and country. Seit 5 Wochen befinden sich die Vereinigten Römischen Staaten im Ausnahmezustand. 5 Wochen gefüllt mit sinnlosen Terroranschlägen, Nahrungsmittelknappheit, Studentenunruhen und Angst vor neuem Terror. Um diesen wichtigen Bestandteil der Republik wieder dauerhaft zu befrieden, berief der ehrenwerte Konsul Cominius den populären Kriegshelden Caius Martius aus dem Ausland zurück. Und wir alle kennen nur ein Ziel: Sieg! Sieg um jeden Preis! Sieg trotz allem Widerstand! Sieg, egal wie lang und beschwerlich der Weg dahin auch sein mag! Und deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie uns unsere Soldaten nach Hause holen. Und lassen Sie uns diesen unnötigen Krieg beenden! Lassen Sie uns dann gemeinsam auf der Basis unserer demokratischen Befragungsergebnisse für unsere Unabhängigkeit einstehen. Wir haben schon viel zu lange Kriege geführt, die nicht die unsrigen waren. Und so stehen sie sich gegenüber. Zwei charismatische Führer mit einer gemeinsamen Vergangenheit und deren Gefolge. Auf der einen Seite die volskische Miliz, formiert unter der Führung des Ivy League-Absolventen und ehemaligen Amnesty International-Sektionssekretärs Tullus Aufidius. Auf der anderen Seite das mächtige römische Heer, angeführt von dem bislang einzigen Nicht-Amerikaner, der jemals die Militärakademie von West Point geleitet hat, dem furchtlosen, tapferen und allseits geschätzten Caius Martius.